Hallo. Also, jetzt gehen wir einfach mal noch viel dichter mit Willy Wende und lüften die Geheimnisse der Photonen, der Biophotonen und letztlich damit auch die Geheimnisse der Heilung, um dann in die Gesundheit zu kommen. Und dann nutzen wir einfach mal die Erkenntnisse von Quantenphysikern wie Professor Hans-Peter Dürr oder dem Professor Dieter Broers oder dem Dr. Michael König. Alles Menschen, die sich Jahrzehnte mit diesem Thema beschäftigt haben und wunderbare Erkenntnisse bekommen haben und auch vermitteln, auch auf YouTube vermitteln. Also Google diese Herren und denn Informationen schaden gerade in dem Bereich nur dem, der sie nicht hat und der glaubt schon etwas zu wissen. Und das ist etwas, was ich in jüngster Zeit beobachte, dass ich mit Menschen zu tun habe, die sehr intelligent sind, die sehr weit fortgeschritten sind, auch finanziell unabhängig sind und was weiß ich alles, aber schwer krank. Hallo? Haben Sie zu viel vom Baum der Erkenntnis gefuttert? Oder haben Sie irgendeine Einsicht noch nicht gewonnen, die Sie hätten gewinnen müssen, um auch gesund zu sein? Weil ein gesunder Körper bestätigt deinen gesunden Geist. Und wenn dein Körper krank ist, stimmt etwas auf der geistigen Ebene eben nicht auf der Informationsebene. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Geheimnisse der Pyramide an. Der Photonenpyramide. Nicht alle werden wir hier gleich lösen können, aber ich wünsche dir die Erkenntnisse, die du an dieser Stelle jetzt helfen. Da haben wir einfach mal das Thema Kohärenz. Die Kohärenz als Maßstab des Einklangs mit der multiversen göttlichen Ordnung. Hallo? Was heißt Einklang? Kohärenz als Maßstab des Einklangs. Du merkst das an jedem Heringschwarm und an jedem Vogelschwarm. Hunderte, Tausende, Abertausende Mitglieder dieses Schwarms bewegen sich gleichermaßen, eben im Einklang, in Kohärenz mit der multiversen göttlichen Ordnung. Multivers heißt, wir sind nicht nur in einem Universum. Es ist ganz klar, es gibt mehrere Universen, offensichtlich. Denn wie Physikern und Mathematikern ist das völlig klar. Und göttliche Ordnung hat unter anderem vielleicht auch mit Religion zu tun, aber bei mir hat das mehr mit Physik zu tun. Göttliche Ordnung ist das, was aus diesen multiversen Botschaften hier auf uns niederprasselt sogar. Gut, das nächste ist Bewusstsein als Maßstab an Klarheit, sich seinen seelischen, geistigen und körperlichen Ebenen bewusst zu sein. Es wird zu viel über Bewusstsein geredet in dieser Welt, gerade jetzt. Bewusstseinswandel und so weiter. Hallo, Bewusstseinswandel? Schön, wenn du dein Bewusstsein in der Maße wandelst, dass du ein so hohes Maß an Klarheit bekommst, dass du dir deinen seelischen, geistigen und körperlichen Ebenen bewusst bist. Denn heute können wir die seelische, geistige und körperliche Ebene ziemlich genau definieren. Das soll an dieser Stelle noch nicht passieren, weil das würde den Rahmen sprengen. Ganz klar. Also sei dir darüber bewusst. Allein jetzt in diesen ersten Ausflügen gibt es schon so viel Informationen, da könnte einiges passieren bei dir. So, höchste Photonenkonzentration. Was heißt das? Die höchste Photonenkonzentration ist die höchste Form der Information, die du haben kannst. Auf der göttlichen Ebene. Und nicht aus deinem Verstand, von dem du natürlich auch genug hast, wie wir alle. Ne? Und wenn du den höchsten Ordnungsgrad erreichst, bedeutet das, dass die Informationen im höchsten Maße mit den Informationen auf den göttlichen Ebenen im Einklang sind. Sozusagen in Reinform, in der Stille empfangen Botschaften aus den Multiversen. Viele meiner Aphorismen kommen aus diesen Multiversen, weil es schreibt mich. Innerhalb von 20, 30 Minuten sind diese Texte fertig. Nicht, weil Willy Wende so schlau ist, sondern weil ich die geschenkt bekomme. Und das führt zu höchstem Bewusstsein.
Was bedeutet, dass du das höchste Maß an Klarheit auf allen Ebenen erreicht hast. Gesundheit und Glück sind die Folgen. Ja, vielleicht sogar die Erleuchtung. Wie wir partiell alle schon erlebt haben. Jeder hat mal einen ganz lichten Moment. Boah, Heureka, jetzt hab ich's. Und jetzt kommen wir zum nächsten Grad der Photonenkonzentration. Der ist immer noch sehr hoch. Und dieser hohe Ordnungsgrad bedeutet, dass die Informationen in hohem Maße mit den Informationen auf den göttlichen Ebenen im Einklang sind, jedoch bereits oder noch ein wenig vermischt mit Einsichten bzw. Erkenntnissen von menschlichen Geistern. Hallo, hier fängst du an, am Baum der Erkenntnis zu knabbern. Auf dieser hellgrünen Ebene hast du dann auch die Chance, ein hohes Bewusstsein zu erreichen. Das bedeutet nämlich, dass du ein hohes Maß an Klarheit zu den verschiedenen Themen für dich schon gewonnen hast und dir auch klar ist, dass da noch Luft nach oben ist. Das heißt, wenn im Rahmen Gesundheit du feststellen müsst, du bist krank und vielleicht sogar schwer krank, dann ist da noch viel Luft nach oben, obwohl du summa cum laude dein Studium abgeschossen hast und so weiter, weil das ist gar kein Kriterium für diese Art der Herangehensweise. Ich will das nicht gering schätzen. Ich gönne dir deinen Summa cum laude, okay? Aber da kommen wir dann zur mittleren Photonenkonzentration. Und wenn du dort im mittleren Ordnungsgrad bist, bedeutet das, dass die Informationen partiell mit Informationen auf den göttlichen Ebenen im Einklang sind. Partiell. Jedoch partiell vermischt mit An- und Einsichten von menschlichen Ideen und Vorstellungen. Und die bekommt man natürlich auf Universitäten. Wobei die Physiker, von denen ich eben gesprochen habe, haben ihre Informationen auch bekommen, aber sie haben sie dann weiterverarbeitet und haben sich teilweise von den Botschaften, die sie dort gelernt haben, verabschiedet und sind weitergegangen, sind höher hinausgegangen. Darüber muss man sich einfach mal im Klaren sein. Also auf dieser Ebene kommen wir dann zum Thema partiell bewusst. Und das bedeutet, dass du schon ein gewisses Maß an Klarheit gewonnen hast und schon bei dir vorhanden ist. Aber ein anderer Teil noch partiell unbewusst. Hier hören wir die Botschaft von einem Einstein oder wer auch immer das gesagt hat. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also du weißt, hallo, irgendwas habe ich hier noch nicht verstanden. Zum Beispiel, wenn ich krank bin. Dann hast du irgendwas noch nicht verstanden. Und du findest es wahrscheinlich nicht im Außen. Weil du musst wissen, dass das, was du im Außen findest, im Bereich Gesundheit, findest du auf dieser gelben und wenn du Pech hast, noch auf der unteren Ebene. Du findest es nicht auf der höchsten Photonebene, weil die braucht nicht mehr auf die Universität zu gehen. Und die braucht auch keine Professur. Okay? So, wenn du das zumindest ein bisschen schon verstanden hast, erwähnen wir noch eben den niedrigen Ordnungsgrad oder die schwache Photonkonzentration mit einem niedrigen Ordnungsgrad. Und das bedeutet, dass die Informationen kaum noch mit Informationen auf den göttlichen Ebenen in Einklang sind. Jedoch stark vermischt mit Ansichten von menschlichen Ideen und Vorstellungen, die teilweise sogar von inneren Überzeugungen geprägt sind. Hallo? Das nennt man teilweise Fanatismus. Hey, das ist genau so. Und Mensch, erzähl mir nichts, alles Schwachsinn. Das sind also die Leute, die alles schon genau wissen. Die kommen nicht auf die Idee, ich weiß, dass ich nichts weiß. Die reden so, ich weiß, dass ich alles weiß. Und den Eindruck hat man bei mir manchmal auch, aber kleiner Scherz mit ein bisschen Wahrheit. Okay, hallo. Chronisch unbewusst bedeutet dann, dass es sich um eine gefühlte, teils angelernte oder als selbstverständlich empfundene Klarheit handelt, die noch nicht annähernd klar ist. Bitte, das muss uns an der Stelle, denn wenn wir da schon ein bisschen Klarheit jetzt bekommen, oh Mensch, gibt noch mehr und ich bin so schwer krank. Irgendwo muss es da ja auch noch was geben. So, und da kann ich nur sagen, herzlich willkommen, wenn du es geschafft hast, bis zu diesem Punkt des Videos zu kommen und noch nicht abgeschaltet hast, dann könntest du vielleicht zu den Gewinnern gehören. Leider gibt es so viele Gewinner nicht auf dem Gebiet, aber es gibt immer wieder Menschen, die es schaffen, selbst schwerste Krankheiten zu überstehen, aufgrund von einem höheren Maß an Bewusstsein. Google einfach mal das YouTube-Video Bewusstheit und dann wirst du Meister.
auch deiner Krankheit, beziehungsweise in dem Sinne der Gesundheit. Natürlich nicht Meister deiner Krankheit, der Meister deiner Gesundheit, bitte. Und das wünsche ich dir. Meister deiner Gesundheit, deines Glücks und deines Erfolges zu werden. Aber den haben ja diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, sowieso. Jetzt geht es nur noch um Gesundheit und Glück. Dabei wünsche ich dir viel Glück.